Das Kunstmuseum Ahrenshoop ist ein Leuchtturm unter den Kunstmuseen in Norddeutschland, ohne Frage. Dafür sorgen beeindruckende, tiefschürfende Ausstellungen. Der Anspruch, das künstlerische Erbe der Region mit zeitgenössischen Positionen zu verbinden. Die preisgekrönte Architektur des Hauses setzt eigene, ganz neue Maßstäbe. Hier wurde der ortstypische Bautypus des rohrgedeckten Hauses aufgegriffen und für einen modernen Museumsbau neu interpretiert. 5 Einzelhäuser sind durch ein Flachdach miteinander verbunden. Anlässlich des 10. Bestehens des Kunstmuseums eröffnete am 1. April eine Ausstellung des Architekturbüros Stabarchitekten, verantwortlich für das architektonische Konzept des Hauses. Stabarchitekten, 10 Jahre, 5 Orte, 5 Museen. Ein Gesamtkunstwerk aus Installation, Fotografie, Video und Sound. Eine Hommage an den kreativen Prozess des Entwerfens und Bauens. 3 Mitarbeiterinnen des Architekturbüros kuratierten die Ausstellung. Wir arbeiten immer im Team von 3 Personen und diesmal hatten die sehr wenig Zeit, nur 2 Monate. Da mussten wir uns ganz schnell was einfallen lassen. Und das kam sozusagen zu uns. Wir arbeiten immer mit Modellen, man probiert Sachen und das war es einfach. Das hat am besten gepasst. Was auch ein Grund ist, ist, dass natürlich dieses Modell konzipiert ist für Gemälde, die kleinformatigere Gemälde, die an die Wand gehängt werden. Und eben eine Architekturausstellung ist ja nochmal was anderes. Und um nicht so eine Art Konkurrenz zu dieser Art von Hängung zu haben, haben wir uns entschieden, die Bilder auf Staffeleien zu stellen und zu schichten, also auch Überlagerungen zu haben, damit wir eine Atmosphäre herstellen können. Stabarchitekten, 10 Jahre, 5 Orte, 5 Museen, widmet sich, wie der Name der Ausstellung ankündigt, 5 Museumsbauten an 5 Orten, entworfen und umgesetzt durch Stabarchitekten. Jeder dieser Bauten besticht durch sein funktionales Konzept, eingebettet in einen städtebaulichen Kontext. In Ahrenshoop werden die Orte, die Museen, ihre Abbilder miteinander in Beziehung gesetzt. Es entsteht ein Geflecht an Verweisungen, Überlappungen. Die Stabarchitekten entwerfen ihre Bauten für Menschen, nicht für Ideologien. Erst mit Menschen entfalten die Räume ihre eigentliche Wirkung. Der Mensch als Objekt, Teil der Gestaltung, und der Mensch als Subjekt, das sich Raum und Funktion erobert. Mit dem Kunstmuseum Ahrenshoop ist den Stabarchitekten genau das gelungen. Räume mit menschlichem Maß, lichtdurchdrungen, Räume für die Kunst, nicht um der Kunst willen.